Willkommen bei Bund TV. Unser Thema heißt diesmal gute Arbeit. Darüber haben wir mit Hans-Jürgen Urban gesprochen. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Herr Urban, was verstehen Sie unter guter Arbeit? In unserer Vorstellung ist der Begriff in erster Linie ein positives Gegenkonzept zu drei dominierenden Trends der modernen Arbeitswelt. Trend Nummer eins, die Prekarisierung der Arbeit. Arbeit wird immer unsicherer, verliert an Schutz, verliert an Sicherheit. Gute Arbeit hält dagegen und setzt die Perspektive geschützter Arbeitnehmerrechte, ausgestatteter Arbeit dem entgegen. Trend Nummer zwei, Entwicklungen hin zum Niedriglohnbereich, Entwicklungen hin zu stagnierender Kaufkraft von Arbeitslöhnen. Gute Arbeit setzt das positive Gegenbild einer fair entlohnten und verteilungsgerechten Arbeit. Und Trend Nummer drei, die umfassende Ökonomisierung, der rasante Verschleiß von Arbeitskraft, von Gesundheit in den Betrieben ist ein zentrales Problem jeglicher Arbeitsgestaltung. Gute Arbeit setzt das positive Gegenkonzept einer humanisierten Arbeit, einer persönlichkeitsqualifikationsfördernden Arbeit und einer Arbeit, die nicht krank macht, sondern gesund hält. Summa summarum, das Konzept der guten Arbeit ist ein positives Gegenkonzept zu Fehlentwicklungen in der modernen Arbeitswelt. Soeben ist das neue Jahrbuch Gute Arbeit erschienen, bei dem Sie Mitherausgeber sind. Was ist der Grundgedanke dieses Jahrbuchs? Dieses Buchprojekt soll vor allen Dingen ein Forum sein, ein Forum der gegenseitigen Information von betrieblichen Praktikern, aber auch arbeitsorientierten und gewerkschaftsorientierten Wissenschaftlern. Es soll aber auch ein Forum der durchaus kontroversen Debatte sein und es soll ein Forum der Strategieentwicklung sein. Was sind die Themen der Ausgabe 2011? Die Beiträge in diesem Buch akzentuieren die Antwort auf diese Frage sehr unterschiedlich. Aber es gibt einen gemeinsamen Grundtenor. Erstens, es gibt keinen Anlass zu einer frühzeitigen Entwarnung. Wir sind längst nicht über den Berg. Es gibt viele, viele Risikofaktoren in der wirtschaftlichen Entwicklung. Aber, und das ist, glaube ich, entscheidend, selbst wenn die ökonomische Wachstumskrise überwunden sollte, was wir nicht genau wissen, haben wir es mit einer ganz paradoxen Situation zu tun. Es scheint eine Parallelentwicklung sich abzuzeichnen, in der wir es mit einer gewissen Entspannung mit Blick auf das Beschäftigungsproblem zu tun haben, aber gleichzeitig mit einer vehementen Zuspitzung in dem arbeitspolitischen Bereich. Will sagen, Beschäftigung ist wieder ein Stück weit sicherer geworden, aber die Arbeitsbedingungen sind erneut härter geworden. Und wie diese sehr widersprüchliche Situation zu bearbeiten ist, was das für die einzelnen Politikfelder heißt, was das für die Wahrnehmung der Betroffenen selbst heißt und vor allen Dingen, was das für die Prioritäten auf der Politikagenda der Gewerkschaften heißen muss, das ist eigentlich der rote Faden in den unterschiedlichen Beiträgen dieses Buches. Herr Urban, Ihr Beitrag im Buch beschäftigt sich mit der Entwicklung der Arbeitsbedingungen nach der Krise. Wie bewerten Sie diese? Und die Situation, wie sie sich uns darstellt, lässt sich vielleicht wie folgt zusammenfassen. Wir erleben sowohl in den Betrieben, die noch unter den Nachwirkungen der Krise leiden, als auch in den Betrieben, die gerade voll Anlauf nehmen, um den Aufschwung mitzunehmen, eine ungeheure Dynamik der Restrukturierung von Arbeit. Im Grunde genommen erleben wir eine stille Revolution in den Betrieben, in denen alle Aspekte der Arbeitsabläufe, der Arbeitsorganisation, der Sozialbeziehungen, der Unternehmensstrukturen und so weiter auf den Kopf gestellt werden. Vielfach gelten die durch die Krise verschärften Bedingungen plötzlich als Standard. Was bedeutet das für die Beschäftigten? Also in der Tat haben wir es mit diesem Phänomen zu tun, dass in vielen Betrieben die Arbeitsregulierungsbedingungen, die sich in der Krise eigentlich als kurzfristiges Übergangskonzept haben etablieren können, jetzt zu Benchmarks und Standards in der Aufschwungphase gemacht werden sollen. Das heißt schlicht und einfach, in der Regel viel zu enge Personaldecken, viel zu anspruchsvolle Vorgabezeiten und viel zu hoher Druck in den einzelnen Bereichen der Unternehmen, der auf die Dauer auf jeden Fall nicht durchhaltbar ist. Und das nach wie vor und dominante und wahrscheinlich an Bedeutung noch weiter zunehmende Thema ist die Prekarisierung von Arbeit. Zum Schluss der Sendung möchte ich hier noch einmal nachfragen. Welche Positionen setzen denn die Autorinnen und Autoren des Buches dagegen?
Wir erleben geradezu eine Explosion von befristeten und insbesondere von Leiharbeitsverhältnissen. Daraus ergibt sich eine Situation der Unsicherheit für die Beschäftigten, eine Situation der drohenden Überforderung und eine Situation, falls es nicht gelingt, gegenzusteuern, des rapide voranschreitenden Gesundheitsverschleißes.